In diesem Video möchte ich auch mal zeigen, wie man, also sozusagen für die Beta-Version zu den Farlands kommt. Da muss man erstmal hier Minecraft öffnen. Erstmal hier kurz Minecraft aufbauen. Also ich habe hier so ein Profil, das heißt ja Mods merken. Erstmal spiele ich auf die Version, wo ich Singleplayer Commands installiert habe, hier der Version. Das Minecraft darüber starten. Ich starte erstmal eine neue Welt. Die nenne ich mal Farland. Gehe auf Kreativ. Das kann ausbleiben. Das kann so bleiben. Allowed Cheats muss an sein. Create New World. Erstmal eine Welt generieren lassen. Das ist ein Fullscreen. So, wegen Terrain. Das ist gleich fertig. Also der Grafikbug, den muss ich jetzt beheben. So ist er oben. Jetzt bin ich hier in einer normalen Minecraft-Welt. X ist dann Z ist alles ganz normal. Ich muss es hier eingeben. T. 12 Millionen. 550.000. Wirkt ein 5 zu viel. 800. Und dann hier zum Beispiel 71. Also die C, die Y und Z-Koordinate kann auch wohl diesen Wert betragen. Ich muss erstmal warten, hier, bis die Welt generiert ist. Mit Flugmodus. Warten, hier die Welt generieren lassen. Jetzt komme ich hier in die Welt. Das wir hier aufbauen. Da gibt es ja noch keine Farlands. Hier in der Version gibt es ja noch nicht solche Farlands. Oh, Höhle. Sieht doch interessant aus, diese Höhle. Eine interessante Höhle. Aber darauf kommt es erstmal nicht. So, hier. Das Speichern. Der jetzt hier gespeichert. Muss man X'en. Minecraft wieder neu starten. Diesmal Edit Profile. Du musst da haben Allow Use und dann muss man erstmal da jetzt klicken und dann die Version Beta 1.7.2 auswählen. Das hier 4 GB ist natürlich so. Das ist mir 4 GB. Ich habe mir die Version schon runtergeladen. Deswegen geht das jetzt ein bisschen schneller. Komme ich in die Minecraft Beta 1.7.2. Ich muss hier rein, das steht zwar massiv converted, aber man kann ganz normal in die Welt rein. Jetzt generiert die Welt. Hat verletzt. Ist 1,255 hoch
liegen. Das packt ordentlich rum hier. Mal gucken, wo ich hier aus dem Wald herauskomme. Da bin ich hier ordentlich am Rumbacken. Dass die natürlich bei 12 Millionen blub 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 vielleicht der Fall ist. Muss mal kurz hier aus dem Wald raus. Und jetzt mal in diese Richtung gucken. Da bauen sich die Fahrlens auf. Lass mal jetzt hier pausieren. Nochmal groß, da bauen sich die Fahrlens auf. So kommt man da hin. Das mit dem Singleplayer-Command ist ja nicht unbedingt nötig. Man muss ja einfach nur irgendwie den Teleportbefehl machen können. Aber da vorne sieht man die Fahrlens. Bei den Koordinaten 1,255 und so weiter hoch 7 steht hier. Also E7. Das wird ja auch noch angezeigt. Und da ist ja jetzt ein Wald. Das ist sozusagen das frühere Ende der Welt. Wie sich das so verpackt. Die Version ist ja auch schon über 3 Jahre alt hier. Ist ja jetzt schon August 2014. Und die Version, die ich hier spiele, ist Juli 2011. Also sie ist schon 3 Jahre alt. Und dann außer über diese 15 Millionen, dann 12,5 Millionen Koordinaten. Das sind die Farland. Und da kann ich auch hier zeigen, dass ich mit teilweise 0 FPS, also das schwankt zwischen teilweise 0 FPS und 6 FPS. Mehr macht er gar nicht. Normal habe ich 100. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und abonniert mich.